Im Südburgenland sind wir für eine Reise in seine Kindheit verabredet. Willi Resetaritz, die österreichische Blues- und Rocklegende, steht seit 45 Jahren auf der Bühne. Sein Bühnenalter Ego ist der Osbankurti. Dieser Osbankurti hat ein Eigenleben entwickelt und dem Sänger ein Image verpasst, das des Proletenmusikers. Eine Fassade, denn in Wahrheit ist bei Willi Resetaritz vieles anders, als es scheint. Der Großstadtrocker stammt vom Land. Der Urwiener ist Burgenland-Kroate. Und der Macho mit der großen Goschen, dahinter versteckt sich in Wahrheit ein sensibler, ja fast schüchterner Mensch. Hier im burgenländischen Stienatz finden wir heraus, warum trotzdem alles so kommen musste, wie es ist. Grüß Gott, hey. Herr Resetaritz. Hallo, Herr Schneeberger. Freut mich sehr. Wir sind in Stienatz. Da sind alle per Du. Ja. Sollen wir das auch machen? Gerne, ich bin der Peter. Willi, noch einmal. Mein Name ist Wilhelm. Willi, es gibt dieses ganz berühmte Familienfoto von euch und das erweckt den Eindruck einer gutbürgerlichen, sehr behüteten Kindheit. Warst du so ein braver, aufgemaschelter Bub, wie du am Foto aussiehst? Ja, für das Foto im Fotostudio in Stegersbach. Stienatz hat es kein Fotostudio gegeben. Die Geschichte dahinter war aber die, dass die Eltern einen Toto-Öfer gemacht haben. 400 Schilling, 300 Schilling, sowas, 1950. Ja. Und anstatt das Geld für dringend benötigte andere Sachen auszugeben, haben wir in Litzelsdorf bei der Schneiderin jeder einen kleinen Anzug geschneidert gekriegt. Und mit dem Rest des Geldes ist man nach Stegersbach gefahren und haben dort diese repräsentativen Fotos gemacht. Das ist das früheste Foto, das es von mir gibt. Vorher gibt es mich nicht auf Fotografie. Ich bin 1,5. Da sieht man es wieder, es ist nicht alles so gewesen, wie es scheint. Vormer. Von so einem Fahrrad konnte Willi Resetaritz als Kind nur träumen. Er ist Jahrgang 48, ein Nachkriegskind. Geboren im ärmsten Landstrich Österreichs, dem Burgenland, genauer gesagt dem Südburgenland. Eine liebliche Gegend, doch sie liegt fern aller Städte. Die Abgeschiedenheit bedeutete früher sehr oft Armut, Arbeitslosigkeit, Auswanderung. Als Grenzland hat die Gegend eine bewegte Geschichte. Im 16. Jahrhundert war die Region nach den Türkenkriegen beinahe entvölkert. Deshalb hieß es damals, Einwanderer willkommen. 100.000 Kroaten siedelten sich im Burgenland an. Bis heute gibt es Dörfer wie Stienatz, die von Kroaten bewohnt werden. Sprache und Bräuche haben sich erhalten. Seit wann gibt es das Heimatmuseum? Keine Ahnung, ich war jahrzehntelang weg. Früher hat es hier überall so ausgesehen, das waren die Bauernhöfe? Nein, nicht so schön. Es hat nicht so gepflegt ausgesehen, so neu. Sehr auffällig in der Landschaft sind die wunderschönen Apfelbäume. Immer in so einer Kronenform. Wie ist ein Baum ideal geschnitten? Ja, die äußere Krone, die ist okay, die macht der Baum selber. Und innen muss man auslichten, damit Luft und Sonne rein kann. Ja. Man sagt als Faustregel, so eine Baumkrone muss so geschnitten sein, dass man einen Hut durch die Krone werfen kann. Der ist hervorragend geschnitten. Super geschnitten. Hier die Küche, so Rauchkuchel, offener Kamin, Stube mit Bett. Unglaublich, ein Lehmboden. Ja. Man hat den Eindruck, man steht hier in einem Haus, das nicht vor 70 Jahren so gestanden hat, sondern in der Barockzeit, im Mittelalter. Ja, das ist mir als die Welt vorgekommen. Und alles andere, was sich dann nachher entwickelt hat, so bis heute, war dann eine Veränderung dessen, was ich als die Welt, so ist die Welt, gelernt habe als ganz Ohne Kind. Maschinen. Ohne, naja, die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine mit so einer Walze und einem sehr breiten ledernen Transmissionsriemen
hat die Dreschmaschine oder die Grassaug angetrieben. Und das war für uns kleine Kinder die Modernität. Da haben wir uns dann hinter den Auspuff hingestellt und die moderne Luft eingeatmet, also den Dieselauspuff. Nachträglich weiß ich, dass wir sehr arm waren. Aber die ersten 3 Jahre ist sowieso keine Erinnerung da, dann später eine Erinnerung, die nicht, es waren ja alle gleich. Da spürst du nicht arm. Außerdem haben wir zu essen gehabt. Kein Problem, jede Menge Schmalzbrot, so viel man wollte. Mit Salz drauf, mit gar nichts drauf oder mein Lieblingsschmalzbrot mit Zucker drauf. Der Stinazer Friedhof, sehr gepflegt. Der Grabkult offenbart den slawischen Ursprung wie die Grabsteine. Es finden sich kaum ein Dutzend Namen. Wenige kroatische Familien haben die Geschicke von Stinaz über fast 500 Jahre bestimmt. Willi Resetaric trifft seine Cousine Atza. Da wird es schon stark. Grabstein waschen, wenn er staubig ist, Grabpflege, großgeschrieben. Oh ja, das schon. Dann muss man direkt. Na ja, muss man. Jeder möchte sein Grab halt schön haben, nicht was ja. Und das wird jede Woche gepflegt. Manche gehen jeden Tag, manche gehen jede Woche. Stefan und Angela Kirisitz. Ja, das sind unsere Großeltern. Ja. Na, ich finde das sehr großzügig, groß gemacht. Stinaz ist keine besondere Schönheit, steckt aber voller Eigenheiten. Ungewöhnlich viele Akademiker und etliche berühmte Künstler hat die kleine Marktgemeinde hervorgebracht. Zunächst einmal war dieses Dorf die Welt für das kleine Kind. Das kleine Kind hat ja nichts anderes gekannt. Später bin ich freilich draufgekommen, dass es sehr eigen hier ist. Der Dialekt sehr eigenartig, sich unterscheidend von den anderen kroatischen Dialekten im Burgenland. Kollektiver Ehrgeiz scheint die Stinazer zu treiben. Jahrhundertelange Geringschätzung durch die deutschsprachige Umgebung, die starke Gemeinschaft, die Zweisprachigkeit mögen die Quellen sein. Die Eltern von Willi Resetaric trieb die blanke Not zur Arbeit in der Fremde. Ihre beiden Buben blieben bei den Verwandten. Willi war 1,5. Die damals 9-jährige Atza kümmerte sich oft um ihn. Bitte, hier war der Misthaufen und da das Plumpsklo. Die Mutter war am Feld und hat gesagt, du musst auf den Willi schauen, wenn der Willi, der hat immer Nachmittag schlafen müssen. Ne? Und dann, wenn der Willi aufsteht, dann musst du ihm ein Wasser zum Trinken geben und ein Brot. Habe ich Brot ab, mit 9, ne? Brot abgeschnitten und ein Schmalz drauf. Was anderes haben wir nicht gehabt. Und draußen haben die Mädchen gewartet, wir haben draußen gespielt, nicht? Mit dem Ball gespielt und so. Und ich wollte den Willi schnell abfertigen. Und dann habe ich Brot abgeschnitten. Zum Schmalz habe ich keine Zeit mehr gehabt und habe so meinen Finger gemacht drauf und habe ihm das gegeben. Und der Willi nimmt das Brot und schaut, greift an. Basano, wo das Namasano, Namasano, das draufgeschmiert war nicht. Oder das so umtrat, das kann ich mich so gut erinnern. Ja. War zu durchsichtig, der Trick mit dem leeren Finger. Während die Eltern in Salzburg arbeiteten, wuchs das Kleinkind Willi in jenen Jahren bei seiner Tante auf, Atzas Mutter. Die Großeltern betreuten seinen Bruder Erich Lukas. Die Eltern in ihrer Jugend. Sie ahnten nicht, wie sehr ihr Verschwinden den kleinen Willi verunsichern würde. Deine Eltern sind nach Salzburg gegangen, um dort zu arbeiten, weil das war ein armes Dorf und hier haben sie weniger, zu wenig verdient. Und dann ist der Willi Resetaric zu euch in die Familie gekommen. Ja. War das schwierig für den Willi Resetaric? Wie haben Sie das in Erinnerung? Na, er hat uns gut gekannt. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist schon... Ich war selber ein Kind. Ich war ein Heimatrick. Die Mutter ist mitten in der Arbeit, hatte sie, so wie man heute halt gehabt hat, frei, ab Samstagmittag.
bis Montag früh. Mhm. Und da ist durch alle Zonengrenzen kompliziertest in der Nachkriegszeit gereist. Daher noch den Arzt, den letzten Kilometer zu Fuß. Und ich habe sie schon abgeschrieben gehabt und war irgendwie schockiert. Da taucht jemand auf, der verschwunden war. Ich habe das nicht besser verstanden. Und habe mich abgewendet und habe mit ihr nicht reden mögen. Und da hat so ungefähr eine halbe Stunde Zeit, also gerade ein bisschen länger, als wir am Hoftor anzuschlagen und dann wieder zurück nach Salzburg. Und in der halben Stunde habe ich mich geweigert, mit ihr zu reden, weil ich beleidigt war, dass sie verschwunden gewesen war. Das deutet schon darauf hin, dass sie traumatisiert war. Familientreffen im verlassenen Hof eines Verwandten. Ohne die prominenten Resetaritz-Brüder Lukas und Peter, sondern mit den unbekannten Cousins und Cousinen von Willi Resetaritz. Wie früher wollen sie kroatische Lieder singen. Und jetzt werden wir uns schnell mal einsingen und dann musst du dieses Lied lernen. Das ist der Text. Ja. Du das bist ist lustig, musikalisch, ja. Du singst gleich mit. Ja. Da. Ja, zu portieren. Da. Ja, sam juna, kod je gora, pero imam. Čajo krova, ja sam junak, kod je gora, pero imam, čajo krova. Pero su mi otrgali. Die mehrstimmigen Gesänge von Liebe und Leben haben Willi Resetaritz geprägt. So erzählt er im Wiener Theater in der Josefstadt. Das Theater, ein Ort seiner Kindheitsträume. Für mich waren das die ersten musikalischen Eindrücke. Ein bisschen Radio ist schon dazugekommen. Aber am besten hat mir gefallen, wenn die Mutter und andere Verwandte und die damals junge Leute alle, wenn die am Abend am Bankerl vor dem Haus gesessen sind oder im Winter in der Stube. Und wenn die miteinander gesungen haben, da habe ich auch so Glückserlebnisse. Also, wenn man sich als zurückerinnert, früheste Erinnerungen an Glück, war mit Musik. Da sind alle sind beieinander, die man gern hat. Und was machen sie? Singen, musizieren. Wenn du zurückdenkst an diese Musik, ist das auch so eine Art Heimatgefühl? Dann ist diese Musik Heimat. Und dann ist der Schritt nicht weit, dass überhaupt jede Musik, wenn sie schön ist, was heißt, wenn sie schön ist? Wenn sie mir schön ist, Heimat ist. Musik ist Heimat, habe ich noch nicht gehört. Aber jetzt, was du sagst, sage ich danke. So ist es. Willi Resetaritz hat vor Jahren ein Waldstück bei Stinaz geerbt und den kleinen Fichtenforst sich selbst überlassen. Es ist höchste Zeit für ein wenig Pflege. Mit den Kettensägen der beiden Cousins sollten die dürren Fichten schnell zu Brennholz werden. Pass auf bei dem Baum! Zur Waldpflege hatte der Musiker in den letzten Jahren keine Zeit. Aufgeben wollte er den kleinen Grundbesitz aber nie. Schließlich sind hier seine Wurzeln. Er gönnt sich gerade eine auftrittsfreie Zeit. Ein wenig Besinnung auch auf seinen burgenlandkroatischen Ursprung. Innere Einkehr und Tatkraft müssen kein Widerspruch sein. Und wo vier Kerle anpacken, kommt bald wieder ein Wald zum Vorschein. Als Willi Resetaritz 3 war, zog seine Familie nach Wien und fuhr oft nach Stinaz. In der Besatzungszeit eine Weltreise. Es ging vom russisch besetzten Burgenland in die britische Steiermark, von dort nach Niederösterreich, das wieder russisch war. An jeder Zonengrenze Kontrollen, weshalb die 130 Kilometer einen Tag dauerten. Wie hast du dir auf diesen Zugfahrten die Zeit vertrieben? Ich kann mich erinnern, dass ich Lieder gesungen habe.
Und zwar das, was die Tanten und die Mutter so gesungen haben. Also die aktuellen Schlager. 1950 oder 51, Rudi Hofstetter. Ja. Im Duett mit Ernie Bieler. Wenn ich auch alles verliere, du musst mir bleiben. Sonst muss ich ewig allein und einsam sein. Drum bitte geh nicht von mir, sonst muss ich weinen. Aber das habe ich nicht mehr kennen, nur den ersten Part. Und hab von einem Fahrgast ein Benzdorf-Schokolade gekriegt. Deine erste Gage? Das war der Beginn einer wunderbaren Karriere. Seine Kindheit wurde zur Wanderung zwischen zwei Welten. Auf der einen Seite das vertraute Dorf mit der kroatischen Großfamilie. Auf der anderen die Millionenstadt Wien. Waren die Zugreisen ein großes Abenteuer, war die Ankunft in Wien ein Schock. Wien Favoriten. 1952 verstummte der Stinazer-Bub. Er konnte kein Wort Deutsch und niemand verstand sein Stinazer-Kroatisch, doch er lernte schnell. Wegen der Bildung sind wir nach Wien gezogen, damit die Kinder in die Schule gehen können. Dann in der Ettenreichgasse in die Mittelschule und dann studieren, dass man nicht so schwer mit den Händen arbeiten muss. Eine bessere Arbeit, insofern was Besseres. Das war der Wunsch. Und gleich die erste Generation, die was Besseres hätte werden sollen, mein Bruder und ich, haben dann die unsichere Gauklerlaufbahn eingeschlagen. Da waren die Eltern ein bisschen traurig. Wilde Gassenjungs wurden die Brüder, damit sie nicht zu den Verlierern gehörten. Doch die Eltern wollten brave Knaben für den sozialen Aufstieg. Mutter war zu Hause, hat alles gemacht. Wir waren auf der Straße und sie hat dann das Fenster geöffnet und hat Erich, Willi gerufen. Es war sehr peinlich. Dann sind wir essen gegangen. Sie war liebevoll, aber es gab viele Sachen, die wir auch nicht verstanden haben. Warum? Die Eltern haben hier in Wien von den Nachbarn, mit denen sie sich gut vertragen haben, gelernt, wie man in Wien ist. Und da haben diese Strafen dazugehört, Knien, was wir kniet sind. Und dann ist der Vater mit heimgekommen und hat müssen eine kleine Gerichtsverhandlung abhalten. Und dann haben wir müssen zur Strafe knien in irgendeinem Eck. Aber dann haben wir sie müssen beim Vater entschuldigen, weil die Mutter ihm gesagt hat, dass schon wieder der Ballen beim Malerrichter in sein Maleratelier einer gefallen ist. Und das war ein krankes Ritual. Ich hab da ein paar Fotos. Tja, als Kind habe ich mich selber nur in Verbindung mit meinem älteren Bruder wahrgenommen. Das war eine symbiotische Beziehung. Jetzt war er eben ein bisschen älter und ich war in seinen Windschatten. Das heißt, ich bin sozusagen ein bisschen als halbe Portion wahrgenommen worden. Der dritte Resetaritz-Bruder Peter kam 1961 zur Welt, das Wohlstandskind. Der dritte erfüllte den Aufstiegstraum der Eltern mit einer echten akademischen Laufbahn. Wenn Willi Resetaritz und sein Bruder Lukas gerade nicht die Gassen unsicher machten, waren sie brave Ministranten in der Kirche am Keplerplatz. Haben wir alle unrhythmisch und ganz schlecht leiten können. Ich so cool leiten können, da haben sie alle geschaut, bitte. Gagang, gagang. Und dann gibt's eine Ministrantenlektion. Nach guter alter Art auf Latein. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Wiederholung. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Noch einmal. Von Anfang? Ja. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Du singst das anders, als es hier geschrieben steht. Ja, weil ich nicht Noten lesen kann. Ja.
Als wir vorher vor der Kirche gestanden sind, hast du die Sakristeitür als Bühnentürl bezeichnet. Ja. Mein Bruder und ich haben sogar zwei Fans gehabt. Die sind extra wegen uns in die Meierandacht gekommen und haben dann beim Bühnentürl gewartet. Naja, ich habe viel gelernt da. Also nicht alles, zum Beispiel die Songtexte der Lieder habe ich da nicht gelernt. Aber weißt du, was ich meine? Bühnenpräsenz. Bewusst da stehe, nämlich im Bewusstsein, dass jetzt alles beobachtet wird und dass man nicht, ja, dass man sozusagen eine Haltung einnimmt, nämlich die, die man einnehmen will und die durchzieht. Die Kirche war, wie das Heimatsdorf, vertraut und überschaubar. Im Windschatten des großen Bruders durfte Willi schon früh ministrieren und blieb lange dabei. Als waschechter Burgenland-Kroate hat er den Glauben lange nicht in Frage gestellt. Wenn man so sagt, die Krawoten sind sehr, sehr, sehr katholisch. In Stünaz war die Kirche so voll, dass die Männer, insbesondere die Raucher, vor der Kirche stehen haben müssen. Ich glaube, die Kirche hat Halt gegeben über die Jahrhunderte jetzt für diese Insel des Kroatischen oder des Stenazarischen inmitten der deutschsprachigen Welt. Mit seiner Volksschule gleich neben der Kirche hatte er Glück. Eine liebevolle Lehrerin nahm den ängstlichen Jungen unter ihre Fittiche und er taute auf. Er hat hier viel von der Welt gelernt, nur die Musik kam zu kurz. Weil er sich singend sicher fühlte, träumte der Bub Willi von der Aufnahmeprüfung bei den Wiener Sängerknaben. Totale Überforderung, meinte die Mutter und schickte ihn zur städtischen Musikschule. Singen und Blockflöte lernen, ein Desaster. Kindersingschule der Stadt Wien, in der Madelschule. Eine entsetzliche Lehrerin, die Kinder gespottet hat und mit irgendeiner verschrobenen, sehr harten Ironie sie auf Kosten Siebenjähriger, ich weiß nicht was, ihren Frust befriedigen hat wollen. Und das hat mir die ganze Musiktheorie, das Notenlesen und alles sozusagen in einer Art bedingten Reflex mit Angst und mit Zumachen. Kennst du das, wenn du eine Leistung bringen willst, ein Gedicht aufsagen, etwas erzählen? Und irgendwas versetzt dich so, erschreckt dich, versetzt dich in Panik. Und du weißt nicht einmal mehr deinen Namen, geschweige denn die erste Zeile des Gedichtes. Panik. Ich habe Suizidgedanken gehabt wegen der depperten Lehrerin. Und ich kann bis heute nicht mit einem Notenbild was verbinden. Keine gute Prognose für einen Musiker. Doch die Bühne zog ihn magisch an. Mir fällt ein, ich weiß nicht, war es ein Traum, eine Vision. Es muss aber gespeist gewesen sein aus der Realität. Ich habe ein solches Theater in meiner Vision vor Augen. Ich bin am obersten Rang und schaue sozusagen von stark oben auf die Bühne und verfolge ein Stück. Ich bin natürlich ein Kind und es ist ein Kinderstück. Ich glaube, eine junge Frau mit knabenhafter Figur spielt einen Lausbuben, der da allerhand Abenteuer hat. Und in meiner Vision kehre ich da unten dazu. Ich fühle da. Und wahrscheinlich, so habe ich mir damals daher halluziniert, wäre ich der Bub, der die meisten Abenteuer hat. Also sprich, die Hauptrolle. Und ich habe halt keine Ausbildung oder keine Förderungen genossen. Und dennoch bin ich sozusagen als Unausgebildeter, renne ich über die verschiedensten Bühnen noch immer. Es gibt kein Was wäre wenn, das hat keinen Sinn. Und trotzdem stellt man die Frage, oder vermute ich, es wäre etwas anderes aus mir geworden, wäre eine Förderung dazugekommen ab dem Volksschulalter oder Volksschule. Ich glaube, dass in viel, viel mehr Kindern ein Künstler steckt, als dann am Schluss Künstler werden. Was glaubst du, braucht es,
um ein guter Künstler zu sein? Feuer? Ich glaube, man kann es nicht aussuchen. Das geht nicht voluntaristisch. Da ist irgendwas, ein Feuer, das brennt innerlich. Es ist ein angenehm, freundliches Feuer. Man verbrennt schon, aber ungefähr innerhalb von 70 Jahren ist man dann verbrennt. Noch einmal ins Südburgenland, das dem Künstler immer Heimat blieb. Es war ein weiter Weg aus dem kroatischen Dorf auf die großen Bühnen. Er hatte schlechte Karten für eine Künstlerkarriere. Und doch ist ihm sein Weg irgendwie schon an der Wiege gesungen worden. Wenn er nach Hause nach Stinaz kommt, muss es ein Schluck vom Uhudler sein, dieser eigenartigen alten Rebsorte. Den Uhudler gibt's nur im Südburgenland, aber hier rankt sich dieser Wein an jedem zweiten Hof. Wer zu tief ins Glas schaut, sieht am nächsten Tag wie ein Uhu aus, daher der Name Uhudler. Das heißt noch, dass die Leute raviat werden drauf. Und danke, das ist der Uhudler. Danke sehr. Zum Wohl. Und ich brauche ihn nur riechen und hab dann das kleine Haus der Großeltern, das war beschattet von so einer Isabella, von einer Weinhecke. Das ist unglaublich gut, das schmeckt wie Walderdbeeren. Ja, und da steht von mir Herbst bei den Großeltern, wenn die Trauben reif sind. Auf den Uhu. Auf den Uhu. Ja, auf deine Blicke morgen in der Früh. Da werden wir schön ausschauen. Und dann wird es Zeit für den anderen ultimativen Geschmack der Kindheit, das Zuckerschmalzbrot. Ja. Wollen wir es teilen? Gerne. Gerne auch ungerecht. Vertrauter Geschmack. Zum Schluss schreibt Willi Resetaritz einen Brief an den kleinen Willi, der er einmal war. Er würde das Kind gern aufmuntern, weiß aber, dass es auf dem Weg zum Erfolg keine Abkürzung gibt. Erst der Applaus wird ihn langsam von der Schüchternheit heilen. Hey, kleiner Willi, ich schreibe da aus deiner Zukunft. Du kannst zwar noch nicht lesen, aber das macht nichts. Weil du kannst auch noch nicht Deutsch. Hör zu, du wirst noch eine harte Zeit haben, aber es wird sich dann alles ausgehen. Dein Bruder wird dich noch eine Zeit lang beschützen, aber du wirst dann deinen Weg allein auch gehen können. Aber das dauert auch nicht ewig. Pass auf, du wirst auch deine Träume erfüllen können. Du wirst auf der Bühne stehen und singen. Ich könnte jetzt sagen, deine Sorgen, die Ängste, die Traurigkeit, das braucht's nicht, das kannst du alles sparen, ist nicht notwendig. Aber ich glaube, du musst da durchgehen, bis du der bist, der du einmal sein wirst. Hey, kleiner Willi, scheiß dich nicht an, alles wird gut. Echt, dein alter Willi.